Hallo und herzlich willkommen zur ersten Halbfinalpartie der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Heute darf ich wieder im Studio begrüßen René, hallo. Hallo Marcel, servus. Ja, wir haben jetzt nur noch weniger Fahnen im Pott, weil wir stellen jetzt nur noch die Fahnen rein für den Spieltag. Heute spielt Belgien gegen Spanien. Wie ich gerade sehe im Hintergrund, sind es doch drei Fahnen. Ja, ich habe befürchtet, dass es dir auffällt. Ich glaube, dass du die Fahne doch mit heimnimmst und nicht im Pflänzchen verstaust. Ja, dir ist es leider aufgefallen. Ich möchte es nicht wahrhaben, dass die Österreicher ausgeschieden sind. Aber okay, gut. Jetzt kann man sie aber heute nehme ich sie wirklich mit nach Hause, okay? Hoffen wir es mal. Ja, erste Halbfinalpartie, wie gesagt, vorne im Pott, Belgien gegen Spanien. Wer glaubst du, kann sich durchsetzen in dieser Partie? Boah, bei dieser Partie ist es wirklich schwierig, mich für eine Seite zu entscheiden, wer hier sich durchsetzen wird. Ganz leicht würde ich die Belgier favorisieren. Ja, dann fangen wir gleich an und warten nicht zu lang. Ja, volles Stadion natürlich, alles rot, gelb. Natürlich. So wie du heute, oder? Passend, so wie zu dir, ja. Passend zum Outfit. Alles rot-gelb, wie wirklich. Schön, beide Fahnen. Blick von oben jetzt, der wirklich einheitlich Stadion voll. Und hier die Hymne von Spanien. Sehr schön. Gehört natürlich auch dazu. Traumhaft, da muss man kurz innehalten und zuhören. Traumhaft. Perfekt. Ja. Los geht's. Belgien in Gelb-Schwarz heute gegen die roten Spanier. Ja. Fangen wir an mit der Aufstellung von Spanien. 4-3-3 wieder. Unverändert. Ja. 4-3-3, der Klassiker. Kann euer Sabal, der wieder auf der Bank sitzt, heute wieder den Unterschied machen gegen Belgien? Oder nicht? Wenn er falsch eingewechselt wird. Ja. Der Goldjunge, der Goldtorschütze, schauen wir mal. Wird heute um einiges schwieriger. Der Torschütze mit dem einzigen Treffer. Hm. Belgien-Aufstellung, wieder ein 3-4-2-1, die versuchen es wieder genauso, es bleibt ja, immer gleich. Selbstverständlich, warum auch ändern? Sie sind beide so weit jetzt schon gekommen, bis ins Halbfinale. Kein Grund. Einer von den zwei, den sehen wir dann in der Finalpartie. Los geht's. Gleich mal zu Beginn, Tiki-Taka der Spanier. Spanien fängt direkt von Isco. Dann ist jetzt wieder zurück. Oh, grober Fehlpass. Lukaku kann ja quasi allein aufs Tor zulaufen. Den muss er jetzt zurücklegen. Ja, den da legt er auch wer zurück. Nach. Oh, er hat doch rechtzeitig. Was für ein Pass von Isco. Fangt ihn interessant an, die Partie. Ja. Also Isco, warum er den zurückspielt? Jetzt macht er es besser. Rodri und der ist abgefälscht. Fangt gut an die ersten 10 Minuten. Der erste Pass. Fangt sehr gut an die ersten 10 Minuten hier. Ja, die Spanier-Fans denken sich da, oh mein Gott, was macht Isco da? Aber wahrlich, das denken sich nicht nur die Spanier-Fans, ich glaube, alle denken sich das. Ja, jetzt gibt es Eckball für Spanien gleich hinten nach, vom Parejo. Courtois steht sehr weit vom Tor, wenn man da jetzt kurz schaut, jetzt macht er die Schritte zurück. Ja, die Bräune wieder auf, dem kurzen, auf der kurzen Seite. Isco. Ja, lassen sich wieder lang Zeit. Ramos holt sich dann wieder und wieder Isco. Und wieder Isco. Und gut von Courtois. Also die ersten Minuten gehören Isco. Eindeutig. Die ersten Minuten kann allein Isco, richtig. Ja. Und Courtois aber wieder gut pariert hier. Und jetzt kommt Belgien vielleicht mal mit der ersten nächsten Chance. Der junge Hazard auf den alten Hazard, auf Lukaku, der verliert den Ball. Schade. Ja. Gibt es eine Kontermöglichkeit? Nein. Spanien jetzt in der 20. Spielminute. Parejo. Auch schöner Doppelpass. Schöner ausgespielt, Asensio. Wow. Den sein linker Hammer. Sehr gute Chance für Spanien hier auf alle Fälle. Ja, das also so schön anzusehen, ist das Halbfinale. Definitiv, vor allem das Niveau ist sehr hoch, spielen beide gute Chancen heraus, außer die erste Chance von schön Isco. Schön von Parejo, wieder Isco. Wieder Isco macht er gut, bleibt immer noch bleibt am Ball. Bleibt noch immer am Ball. Wow. Nein. Courtois passt gut auf. Ja, Nachspielzeit der ersten Hälfte wieder.
Asensio auf Parkour-Kassier. Dann habe ich eigentlich gesagt schon drin gesehen. Ich auch, bin bei dir. Ja, absolut. Vor allem zu diesem Zeitpunkt wäre jetzt auch die Führung für die Spanier eigentlich nur eine Frage der Zeit. Courtois holt aber auch den sensationell heraus. Ja, 0:0 nach 45 Minuten. Schauen wir mal, wie es in der zweiten Hälfte weitergeht. Wieder Spanien mit der ersten Chance. Und wieder Courtois fallen. Kein Problem. Haben wir auch jetzt übrigens ein interessantes Tormann-Duell, fällt mir gerade auf. Kepa, der Tormann, der Courtois bei Chelsea abgelöst hat. Richtig, ja. Aber jetzt kommt Mertens. Boah, den habe ich auch schon drin gesehen. Wow, mit dem Außenriss. Eieiei, was passiert hier in dieser Partie? Mega Chancen auf alle Fälle. Es geht weiter und jetzt kommt Belgien nach vorne. Hazard. Schön durchgedribbelt in die Mitte. Da kommt aber im Nachhinein noch Mertens. Traumtor, Traumtor, wirklich. Den lasst Lukaku, wie wenn er es gerochen hätte, durch. Ja, der und macht den Weg extra frei, weil Mertens hinten am langen Eck Dries Mertens steht. Richtig, ja, aber hier die Vorarbeit von Hazard, schauen wir uns das nochmal an. Sehr stark. Wahnsinn. Lukaku lasst ihn, hätte eigentlich auch schon hingehen können, Tor machen können, aber da lasst er Mertens den Vortritt. Der hat da keine leichte Übung, da hat auch Kepa keine Chance mehr, der bis dato ein sensationelles Turnier spielt. Und Belgien führt 1:0. Ja. Etwas überraschender, Spanien besser besetzt. Das stimmt, ja. Gut, aber noch einmal, das ist so ein geringer Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. 61. Minute, Spanien unter Zugzwang, was können sie erreichen? Schauen wir mal, euer Sabal jetzt mit dabei. Eingewechselt worden, aha, okay. Ungefährlicher Kopfball von Paco. Ah, jetzt kommt Spanien. Da ist viel Platz. Da ist echt viel Platz. Jordi Alba vorne. Jordi Alba. Den müsste eigentlich in die Mitte spielen. Ja, wobei auch der Abpraller interessant geworden wäre, aber ja, den hält der Tormann fest. Jetzt Monier auf der anderen Seite, geht leider ins Aus, die Flanke. Da entschuldigt er sich auch gleich. Jetzt die Nachspielzeit angebrochen. Ja, da ist auch schon fast das Match zu Ende und die Belgier im Ballbesitz. Lassen Sie sich nochmal die Butter vom Brot nehmen. Deckel jetzt noch drauf machen oder? Na, Hazard ist in Spiellaune, der kommt immer mehr im Laufe des Turniers in Spiellaune. Und? Spannend. Letzte Chance. Kriegen die noch die Chance? Nein, pfeift ab. Außer also Spanien fliegt raus im Halbfinale. Wahnsinn. Und Belgien steht im Finale. Also eigentlich haben wir schon gut getippt in den letzten paar Spielen, wo man gesagt hat, Belgien ist Favorit, bis ins Finale zu kommen. Gut, klingt jetzt vielleicht blöd, aber da muss man jetzt auch nicht der größte Fußballspezialist oder Experte sein, um zu wissen, dass die Belgier hier Mitfavorit sind. Und aber sie beweisen es auch. Richtig, ja. Ja, dann dürfen wir aus unserem Pott Spanien entfernen. Diese Ehre überlasse ich heute dir, da die Spanien-Flagge auf deiner Seite ist. Dann nehmen wir diese Fahne einfach mal raus. Da, auch diese darfst du heute mit nach Hause nehmen, wenn du möchtest. Natürlich passend zum Outfit. Ne? Genau. Dann schauen wir mal, wo wir die hinstecken können. Nirgendwo. Das ist, oh ja, da in die Tasche. Sehr gut. Lassen wir es mal so stehen, die Fahne. Interessantes Spiel auf alle Fälle hier jetzt heute. War schön anzusehen. Viele Chancen auf jeden Fall. Sehr, sehr. Ein wirklich gutes Halbfinale. Richtig, ja. Ja. Ja, und dann, das war's dann heute auch schon wieder mit dem Spieltag. Mhm. Ich verabschiede mich jetzt wieder von dir. Wir haben morgen das zweite Halbfinale. Mhm. Frankreich gegen Russland, auf das sind wir auch sehr gespannt, wer da der Finalgegner von Belgien wird. Jetzt spricht wieder ein bisschen der Österreicher aus mir. Jetzt würde ich mir natürlich einen Underdog-Sieg wünschen, dass die Russen ins Finale einziehen und die EM gleich gewinnen, dass die Österreicher sagen können, super. Sie sind nur vom Europameister geschlagen worden. Ja, ich gebe jetzt noch das Wort weiter an Herbert Braska mit der Analyse dieses ersten Halbfinales. Ja, wir sind wieder im Braska-Studio. Große Semifinale, große Paarung, Spanien, Belgien. Doch vielleicht kleine Überraschung, dass die Belgier die Spanier aus dem Bewerb eliminiert haben. Für die Belgier haben sie jetzt das erste Mal, nachdem sie ja in Russland schon im Semifinale bei der WM waren, endlich ein Semifinale gewonnen und spielen jetzt um den großen Titel. Als erste Mannschaft sind sie ins Finale eingezogen. Dries Mertens von Napoli, wunderschönes Tor und ist auch, glaube ich, für ihn, weil es wird unter Umständen sein letztes Großereignis sein, weil er doch schon die 30 um einige Jahre überschritten hat, aber noch immer ein großartiger Spieler. Freuen wir uns für die Belgier und für Mertens. Sie sind mit ihrer goldenen Generation jetzt endlich einmal in einem Endspiel und vielleicht reicht es dann auch zum großen Wurf. In diesem Sinne gebe ich zurück ins SoccerCoin TV Studio. Vielen Dank, Herbert, für deine Analyse.
Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische im Halbfinale 2 bei Frankreich gegen Russland. Und ja, ich verabschiede mich auch von Ihnen. Vielen Dank fürs Einschalten und gute Nacht.